Yo, was geht ab, Leute? Und zwar hat Justin ein neues Video heute hochgeladen. Das Ganze heißt meine neuen Sneaker, nicht Iced Out. Ich denke, das wird ein Fashion Pack Opening sein. Unter anderem sind dann seine neuen Schuhe dabei. Ich würde mal sagen, wir geben uns das einfach mal und ja, let's go. Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Fashion Pack Opening von mir. Heute ein für mich sehr, sehr besonderes Fashion Pack Opening, weil ich mir einen unfassbar seltenen Schuh geholt habe. Ich habe heute insgesamt fünf Sachen, die ich euch zeigen möchte, die ich mir geholt habe. Kleine Vorstory. Sein Peso-T-Shirt ist auf jeden Fall geil. Ich glaube, das ist aus der neuen Kollektion. Dazu zwei davon sind in Berlin tatsächlich vor Ort in einem Store geholt worden, weil ich war mit drei Kollegen in Berlin und wir wollten abends feiern gehen. Ihr kennt mich, ich gehe eigentlich nie feiern und wollte, aber wenn ich mal feiern gehe, ein komplett freshes Outfit haben. Deswegen war ich bei The Corner in Berlin und habe mir da ein Balenciaga Hoodie geholt. Ich habe den wieder in die Tüte gepackt, weil es so am einfachsten zu transportieren war. Mein Koffer war leider schon voll. Das ist der Hoodie. Ich hatte ihn halt, wie gesagt, schon einmal zum Feiern an. Balenciaga ist, glaube ich. Okay, also komplett schlichter Hoodie. Ich denke, das ist in Schwarz, wenn ich es jetzt richtig sehe. Balenciaga steht drauf. Ja. Balenciaga hat an sich nichts Besonderes so. Diese neueste Kollektion. Mir hat der Stick eigentlich ganz gut gefallen, weil es halt nicht dieser typische Balenciaga Stick ist, sondern halt so ein Alternativer. Ich glaube, so das ist eher der, den sich die ganzen Hype-Beasts, sag ich, erstmal nicht holen werden. Damit hebt man sich vielleicht ganz bisschen ab. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, selbst wenn, aber mir hat der auf jeden Fall sehr gut gefallen. Der ist vom Fit her auch sehr nice und ganz cool ist, dass hinten, hinter der Kapuze, das sieht vielleicht am Anfang ein bisschen komisch aus, ist das so eingenäht. Also die haben hinten Stoff genommen, den so hochgezogen und eingenäht und das verleiht dem Hoodie so ein bisschen, dass er hinten etwas höher geht am unteren Bund. Also dass der hinten etwas gecroppter ist als vorne und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen ja, habe ich mir den Hoodie geholt. Ich glaube, der hat 600 oder 700 € gekostet. Das ist schon viel und die Qualität ist jetzt auch wie von vielen anderen Hoodies, aber ich fand den halt sehr, sehr nice und war irgendwie gehypt, dass ich da mal was in einem Store kaufe. Deswegen ja. Schon heftig, also 600-700 € für einen, ja, für einen schlichten Hoodie, der einfach nur ein Print vorne drauf hat. Ist schon krass, aber was soll man machen? Habe ich mir den geholt. Als zweites war ich bei Wadi Team und ich muss jetzt schon Werbung einblenden, auch wenn ich mir das tatsächlich selbst gekauft War die Team mich anscheinend sehr, sehr unfreundlich. Also, ich habe mir ja auch schon YouTube-Videos gegönnt darüber. Selber war ich noch nicht dort. Anscheinend soll das Personal von ihm ja nicht so freundlich sein. Ja, aber selber war ich noch nicht dort. gekauft habe, weil ich gleich noch den Schuh, um den es heute in dem Video geht, den zeige ich euch erst gleich. Ich habe mir aber einen anderen Schuh geholt und zwar war ich in Berlin und ich wollte mir mit Lolo, also einem Kollegen, mit dem ich auch da war, wir wollten halt irgendwelche seltenen Schuhe, weil ich halt weiß, dass Wadi einen Store in Berlin hat. Für die, die nicht wissen, wer Wadi Team ist, das ist so eigentlich der größte Sneaker-Reseller-Store in Deutschland. Da kriegt ihr eigentlich jeden seltenen Sneaker, müsst halt aber Resale-Preise bezahlen so. Und das ist sehr, sehr nice. Er hat halt jetzt seit einem Jahr oder so den Store in Berlin. Und ich war auf jeden Fall da, war die leider nicht. Sonst hätte ich vielleicht noch gesagt, ey Bro, wenn ich Story poste und so, kannst du vielleicht Schuh gönnen und so. Ich war einfach da und habe mir den Schuh dann gekauft so, weil wir halt so in dem Laden so und die ganzen Sachen angeguckt haben, kam irgendwann so der Verkäufer, der halt da war vor Ort, und guckt uns an und meinte so, seid ihr irgendwie Rapper oder so? Und ich so, ne, warum der so? Nur so. Habe ich aber auch nichts mehr gesagt. So, ja, yeah, nee, ich bin kein Rapper, ich bin YouTuber. Nee, ich habe es dann dabei belassen, fand es aber sehr, sehr lustig, dass er gedacht hat, wir wären Rapper. Ich habe mir den Schuh geholt und zwar ist das der Reversed Shattered Backboard Air Jordan 1. Der hat mich 800 € gekostet. Da gab es auch noch den normalen Shattered Backboard, aber ich habe den. Also der Air Jordan 1 ist natürlich übertrieben geil, aber in Orange ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ja, aber ich eben das seine. Mehr gefeiert tatsächlich. Ich habe ja auch den Storm Blue, den finde ich auch nicer. Der Blau ist geil. Also Blau und Rot feiere ich schon, übertrieben, aber Orange ist halt schwierig. Als den Fragment und ich finde auch tatsächlich, obwohl ich den Black Tor habe, den Chicago schöner als den Black Tor. Deswegen, ich mag das nicht so gerne, wenn die hier vorne schwarz sind. Deswegen habe ich mir den Reverse Shattered Backboard geholt. So sieht der aus. Deadstock ist der. Ich habe den halt, wie gesagt, einmal angehabt. Und dafür, dass ich feiern war, der Boss ordentlich auf seine Schuhe aufgepasst. Ich habe mir die weißen Schnürsenkel reingemacht und die schwarzen rausgenommen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Schuh. Und den habe ich mir halt gekauft bei Wadi Team in Berlin. Kommen wir dann jetzt zu dem Schuh, den Wadi Team mir gegönnt hat. Das ist wirklich ein geisteskrank seltener Schuh. Der ist unfassbar.
Und ja, also ihr könnt gerne Vadi-Team auf Insta oder halt Stefan privat ein Follow da lassen. Das beides in der Instagram-Beschreibung verlinkt. Wirklich sehr, sehr korrekt. Im Gegensatz zu manchen anderen Resellern in Deutschland hat Vadi mir gesagt, er besteht darauf, die Versandzeit ist nur 2 bis 3 Tage. Also wenn ihr irgendwas Seltenes wollt, findet ihr es auf jeden Fall bei ihm. Deswegen schaut auf jeden Fall im Store vorbei, auf seinen Instagram-Pages, und wer aus Berlin kommt, sollte auf jeden Fall auch mal im Shop vorbeischauen. Ja, ich habe hier den Schuh, der ist wirklich unfassbar selten und geht auf StockX gerade für über 2000 Euro in meiner Größe. Und das ist wirklich geisteskrank. Der Schuh heißt Air Force One 07 Virgil University Blue. Aber das hier ist auf jeden Fall der Schuh und ich finde ihn übelst krass. Sieht so heftig aus. Ich habe mir bei Vested, das zeige ich euch gleich, noch die Hose dazu bestellt. So eine Also an sich sind Air Force One übertrieben geil. Das sind geile Schuhe, aber in Blau, ich weiß nicht. Ich würde es mir jetzt nicht holen, gerade in diesem Hellblau. Ich weiß nicht, ich könnte die nicht so rocken. Ähnlich wie Virgil auf dem Bild anhat. Und die Schuhe hier. Die sind natürlich auch unnormal teuer, aber ja gut. Aber muss jeder selber wissen. Und wer hat dann jetzt für mein Instagram, wo ihr auch auf jeden Fall folgen solltet, dieses Virgil-Outfit so ein bisschen nachstellen und da ein krasses Pick raushauen. Deswegen ja. Schaut auf jeden Fall auch bei mir auf Insta vorbei. Hier bei Vadi-Team habt ihr auf jeden Fall immer noch so ein Badge dran, dass der Schuh auf jeden Fall original ist und er dafür mit seinem Namen steht. Wie hip. Ja, das ist der Sneaker. Viel kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Hier, das ist so silberglänzend. Das hier ist tatsächlich rot und nicht orange, wie man es von Off-White gewohnt ist. Und man hat hier halt dieses klassische rote Off-White-Teil. Ich finde das bei diesen Schuhen sogar tatsächlich sehr, sehr nice dran. Ich habe das bei meinen Air Force abgeschnitten tatsächlich, weil das so im Schuh drin war. Hier ist ein Schnürsenkel, da könnte ich es ganz normal abnehmen. Aber ich finde, zu denen passt es eigentlich ganz gut. Und wenn es mich nervt, nehme ich es auch noch ab. Aber ich denke, ich werde es erstmal dran lassen. Ja. Ich habe es an meinen Blazer auch dran gelassen. Ich weiß nicht, ja. Der eine oder andere schaut dich ein bisschen blöd an, wenn du das Ding dran lässt. Aber ja, man könnte es ja auch rausnehmen, wie gesagt. Der Schuh ist halt komplett blau, das ist so die Besonderheit. Sehr schwer zu kombinierende Farbe, aber ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch die passende Hose dazu. Vorher ganz kurz. Ja, also wie ich gesagt habe, die Farbe ist halt schon sehr, sehr schwierig zu kombinieren. Ja, das weiß er auch selber, aber ja, er wird es auf jeden Fall bestimmt selber rocken. Und ja, wie gesagt, also, das waren auf jeden Fall seine nicht iced out neuen Sneaker. Ja, sind geile Schuhe, aber in der Farbe würde ich es mir jetzt selber nicht gönnen. Auch außerdem übertrieben teuer. Aber in diesem Sinne, das war's mit dem Video und